Die Bundesregierung hat schon einige Maßnahmen getroffen. Unter anderem wurde die Mehrwertsteuer auf die Gas- und Energiepreise runtergesetzt von 19% auf 7%. Und auch die Umlage wurde gekippt. Doch wir möchten gar nicht um die großen Themen sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie Sie sich als Otto-Normalverbraucher schützen können und helfen können. Und dafür haben wir jetzt dabei einmal das Jobcenter in Person Andreas Kampfenkel. Dann haben wir die Schuldnerberatung mit Anja Wulsch, sie ist Beraterin. Und dann haben wir natürlich den Vorstand der Wohnbau, Dirk Oetjen. Ja, schön, dass wir das hier machen dürfen. Wir fangen mal direkt an bei Herrn Oetjen von der Wohnbau. Was sind denn so als Vermieter Ihre Hauptprobleme aktuell? Also bezogen auf die Energiepreise haben wir einfach eine große Unsicherheit. Also die haben unsere Mieter, die haben wir aber im Augenblick auch. Wir haben insgesamt 6.500 Wohnungen, davon 5.500 angeschlossen an die Fernwärme. Da ist zumindest erstmal der große Vorteil, wir sind uns sicher, dass es eine Wärmeversorgung in diesem und auch im nächsten Winter geben wird, weil das Fernheizwerk mit Braunkohle läuft und die Braunkohle ist da und die ist sicher und die ist auch vergleichsweise preisstabil. Die Fernwärme wurde erhöht zum 1.4. im Energiepreis um 35%, wirkt sich auf die Heizkosten ungefähr um 25% aus. Das fällt mir immer noch schwer, das zu sagen, aber in heutigen Zeiten sind 25% ja schon fast eine überschaubare Preissteigerung. Viel dramatischer ist die Situation bei den Gaswohnungen. Das sind ungefähr 1.000. Davon ist ein Teil direkt versorgt, also das sind Gasetagenheizungen. Da weiß ich schlicht nicht, wie da für unsere Mieter die Preislage sich entwickelt. Für die 850 Wohnungen etwa, die an Gaszentralheizungen von uns dranhängen, haben wir einen Vertrag mit den Stadtwerken. Da haben wir noch bis Ende diesen Jahres einen sehr günstigen Preis. Da zahlen wir auch wieder reiner Energiepreis etwas mehr als 2 Cent pro Kilowattstunde. Das wird sich zum 1. Januar 2023 erhöhen auf 28 Cent netto. Also ungefähr das Zehnfache. Die Heizkosten insgesamt, weil da kommt ja noch ein bisschen was dazu, was sich alles nicht so massiv entwickelt, die Heizkosten werden sich voraussichtlich etwa vervierfachen. Da ist schon, was Sie gerade gesagt hatten, die reduzierte Umsatzsteuer drin. Da ist noch drin, weil es bisher nur eine Ankündigung ist, die Gasumlage. Und da ist auch mit drin, logischerweise nicht berücksichtigt, weil ich, und da fängt die Unsicherheit an, überhaupt nicht weiß, was denn aus dem von der Bundesregierung angekündigten Gaspreisdeckel vielleicht wird. Das ist ja genau die Frage. Also 200 Milliarden wurden jetzt angekündigt. Was sagt das Ihnen auch als Unternehmer? Und Sie hören 200 Milliarden, aber man weiß gar nicht, was man damit machen will. Was löst das Ihnen aus? Also erstmal finde ich es beruhigend. Ich finde es beruhigend, dass die Bundesregierung ein klares Signal gibt. Sie wollen uns nicht alleine lassen. Das muss natürlich jetzt schnell nochmal konkretisiert werden. Was heißt das eigentlich? Also angekündigt ist, dass der Preis pro Kilowattstunde, aber wahrscheinlich nicht für alles, sondern für einen Teil des Verbrauchs, gekappt wird, sodass wir halt nicht 30 Cent bezahlen müssen, sondern weniger. Ob das dann 10, 15 oder 20 Cent sein werden, weiß ich nicht. Wichtig für uns wäre, dass wir es rechtzeitig, also idealerweise spätestens im November wissen, damit wir unsere Mieter noch informieren können, weil, was ich gerade gesagt hatte, wir haben einen neuen Vertrag mit den Stadtwerken ab 1. Januar. Das heißt, wir müssen die Vorauszahlung anpassen. Mhm. Sonst kommen da Riesennachzahlungen, zwar erst im übernächsten Jahr, aber die wollen wir natürlich verhindern. Dafür muss ich aber natürlich dann wissen, wo denn der Gaspreis so ungefähr hingeht. Darum geht es ja um Ihre Mieter. Gibt es da schon Leute, die auf Sie zukommen, Mieter, die sagen, ich brauche Hilfe? Ja, also wir schicken jetzt die ersten Preiserhöhungen für Gas raus, noch mit dem alten Kenntnisstand. Wohl wissend, dass wir die im Zweifel dann in ein paar Wochen wieder korrigieren. Aber da sind die Reaktionen natürlich, kann ich nicht. Also die höchsten Vorauszahlungserhöhungen, die wir bisher rausgeschickt haben, die liegen so um die 300 Euro im Monat. Und das ist natürlich auch für Durchschnittsverdiener sind 300 Euro im Monat richtig viel Geld. Und da wird er dann eben nicht sagen, zahle ich das halt. Und dann, da geht es eben nicht um Einzelne, sondern um ganz, ganz viele, die sagen, es tut mir leid, aber ich kann es nicht bezahlen. Da setze ich jetzt mal an, um den ganz normalen Durchschnitts auch Verdiener, Herr Kampfenkel vom Jobcenter, jeder muss jetzt oder jeder, der auch
in der Arbeit ist, kann auch zu Ihnen kommen. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Wann können Sie denn zu Ihnen kommen? Das ist richtig. Also Menschen, die in Arbeit sind, die dann die sogenannten ergänzenden Leistungen auf uns erhalten, die können bei uns einen Antrag stellen und wir würden gucken, ob es einen Anspruch nach dem SGB II gibt. Ja. Die Antragstellung ist am besten idealerweise über die E-Services, der Jobcenter Digital, zu stellen. Es gibt aber eine Jobcenter-Hotline, wo die Kunden bei uns anrufen können und wir halt den ganzen normalen Werdegang mit den Leuten besprechen und auch die Anträge herausschicken, wer das nicht online stellen möchte. Kurz mal zwischengefragt, SGB II-Anspruch bedeutet jetzt nicht, dass man seine Arbeit jetzt aufgeben muss oder sonst was. Es bedeutet eigentlich, ich bin in eine aktuelle Situation geraten und da können Sie jetzt helfen. Das stellt sich jetzt zum Beispiel gerade bei den Energieproblemen so dar, dass wenn ich eine Ratenzahlung oder nicht eine Ratenzahlung habe, sondern eine Abschlagszahlung habe, die erhöht wurde und mein Energiepreis am Endeffekt so und so hoch ist, dann kann ich zu Ihnen kommen und sagen, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und wie genau funktioniert das? Genau. Also SGB II ist die Grundsicherung. Ja? Also ich als Jobcenter prüfe, ob es einen Anspruch gibt, ob jemand am Existenzminimum ist, das ist ja früher mal gesagt worden, und was passiert. Es gibt einen Bedarf, ich führe es mal ganz kurz aus. Es gibt einen Bedarf, den ich haben muss, Leben, Essen, Strom, das ist ja so ein Regelbedarf. Darüber hinaus gibt es die Krankenversicherung, aber auch die Kosten der Unterkunft und Heizung. Ja? Diese beinhalten zum Beispiel die ganz normale Grundmiete, die Betriebskosten, die Heizungskosten oder auch Schuldzinsen, wenn es um ein Haus geht. Und das zusammen als Bedarf. So, und dann wird einfach geguckt, kann ich diesen Bedarf, den ich nach dem SGB II habe, kann ich den mit meinen Einkommen oder sonstigen Gegenständen decken? So, und wenn ich das nicht kann, weil die Arbeit nicht ausreicht, um meine komplette Familie diesen Bedarf zu decken, dann kann ein Anspruch entstehen, den wir ausrechnen. Genau. Und da ist natürlich ganz wichtig, und das war Ihre Ausgangsfrage, was mit diesen Abschlagszahlungen und Nachforderungen. Diese Nachforderungen, die ich erhalte, ja, von der Wohnwahl zum Beispiel, ja, die da ist ja eine Fälligkeit gegeben. Die muss gezahlt werden. Und in dem Monat, wo sie fällig wird, gilt diese als Bedarf zusätzlich zu der Grundmiete, zu den Heizkosten, zu den Betriebskosten, weil die Betriebskosten, Nachforderungen sind Betriebskosten, die dann dazu führen können, dass ich in diesem Monat vielleicht bedürftig werde und dann muss ich einen Antrag stellen. Oder es ist so, dass meine Abschlagszahlung zu hoch ist. Also nicht nur den Monat, wo die Nachforderung fällig wird, sondern auch in dem Monat, wo jetzt die Abschlagszahlungen höher sind. Die 300 Euro, die gerade angesprochen worden sind. Auch die können dazu führen, dass der Bedarf höher ist und dann ein Anspruch entsteht. Jetzt gibt es dabei aber einen Haken. Ich darf zum Beispiel keine Ratenzahlung ausmachen. Was ja viele denken, naja gut, wenn ich es nicht zahlen kann, dann gehe ich halt eben zu meinem Energieversorger und sage, komm, wir strecken das mal. Das ist, glaube ich, jetzt dann ein Fehler. Nein, als Fehler würde ich es nicht bezeichnen, weil wir reden über die Fälligkeit. Eine Ratenzahlung, die ich vereinbart habe über meine Nachforderung. Wenn ich die jetzt, ich bin Verdiener, ich gehe in Arbeit, ich habe Geld. Und wenn ich jetzt meine Nachforderung jetzt stückle auf verschiedene Monate, ist der Bedarf ein anderer. Und dann kann es durchaus passieren, dass der Bedarf natürlich durch mein Einkommen gedeckt ist, weil er dann nicht so hoch ist, als wenn ich einen hohen Bedarf habe im November, wenn die Nachforderung fällig wird, als wenn ich vielleicht nur wenige Monate einen niedrigen Bedarf habe. Habe das verstanden worden? Ja, also wir richten uns immer nach der Fälligkeit. Die Fälligkeit verändert ich dadurch. Ja. Was ist, wenn ich jetzt Rücklagen habe? Ich sage, ich habe über 20 Jahre vielleicht hart erkämpft, irgendwie mehr 15.000, 20.000 Rücklagen geschaffen. Muss ich die jetzt anfassen? Nein. Wir haben aktuell noch den sogenannten Corona-Paragraphen, so wie ich ihn nenne. Da haben wir eine vereinfachte Antragstellung und wir haben veränderte Regeln, die wir vor Corona hatten. Und da ist gerade die Vermögensgrenze angepasst worden. Ich muss eine Erklärung bei der Antragstellung abgeben, ob ich ein erhebliches Vermögen habe. So heißt erhebliches Vermögen. Das sind 60.000 Euro. Vermögen, das ich sofort einsetzen kann. Also wenn die Rücklagen 20.000, 30.000 Euro sind, die auf dem Sparbuch liegen, wo ich sofort rankomme, sind die nicht anzufassen. Die sind als Freibegrenzen nicht anzufassen. Ja, für jede weitere Person nochmal 30.000 dazu. Zeigt eigentlich auch auf, dass man viele Sachen wahrscheinlich gar nicht kennt und weiß und ja eher zu den Rücklagen greift, als sich beraten zu lassen. Und da geht die Frage dann zur Schuldnerberatungsstelle, Frau Wutsch. Wer kommt denn zu Ihnen, beziehungsweise wer sollte kommen und traut sich nicht? Also kommen tun eigentlich vieles Klientel. Also da gibt es auch keine Unterschiede. Wir sagen auch immer, wenn Sie Schulden haben oder die der Meinung sind, dass Sie mit Ihrem Geld nicht mehr klarkommen, dass Sie meinen, da rollt jetzt eine Welle auf mich zu, dass Sie kommen, egal welche Stellung, im Beruf oder nicht im Beruf, spielt bei uns keine Rolle.
Bei uns wird beraten, man wird zusammen schauen, vielleicht eine Empfehlung geben. Wäre es vielleicht noch mal möglich, dort beim Jobcenter vorzusprechen, dann geben wir die Empfehlung oder auch die Empfehlung mit zur Wohngeldstelle, dass man dort erstmal seine finanziellen Ansprüche geltend macht und kann dann aber auch nach wie vor weiterhin zu uns kommen, wo wir gemeinsam suchen nach Wegen, auch wenn jetzt Schulden, Miete da sind, dass man mit den Vermietern in Verhandlungen geht. Und da spielt keine Rolle, ob ein Gläubiger oder mehrere Gläubiger. Wir können immer nur sagen, suchen Sie sich die Hilfe an bei der Schuldnerberatung. Kommen Sie, wenn Sie einen Bedarf haben. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Und wichtig ist, es ist ja auch vor allem kostenlos bei Ihnen. Also man kann kommen und muss natürlich jetzt nicht unbedingt, ich muss da jetzt noch Geld mitbringen. Wie sind so Ihre Erfahrungen aus Corona gewesen? Hat sich nicht viel bemerkbar gemacht. Also der Bedarf war vorher da, der ist während Corona da, der ist jetzt noch da. Denk mal, jetzt wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn die ganzen Energiepreise steigen. Ist das eine vergleichbare Situation oder was ganz anderes? Mit Corona zu vergleichen? Nee. Also ich würde sagen nicht. Weil die Situation, jetzt so eine Ansprüche zu haben, beziehungsweise sagen wir 300 Euro mehr Strom zu zahlen oder Miete zu zahlen als vorher, das ist natürlich ein Bedarf, den man vielleicht alleine gar nicht deckeln kann, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Das kommt, auch wenn jemand arbeiten geht, kann es ihm passieren, dass er es nicht mehr deckeln kann. Und dann sagen wir immer, komm, Hilfe suchen. Es ist anonym, es ist gut gelegen und manche kommen auch, aber auch unter Freunden, die sich dann gegenseitig sagen, Mensch, ich war da, geh mal hin, versuch mal die Hilfe anzunehmen. Also man muss schon selber aber trotzdem was machen, man muss sich bewegen und auf sie drauf zukommen. Das ist ja genauso bei Ihnen, bei der Wohnbau. Man muss halt, wie gesagt, mit Ihnen sprechen. Es gab jetzt allgemein vom Verband der Wohnungsunternehmen oder der Wohnungswirtschaft eine Art Kündigungsschutz, der angekündigt wurde. Naja, das ist natürlich, kann man ja wahrscheinlich nicht so verallgemeinern. Wie ist das bei Ihnen? Also die Aussage ist, es soll niemand wegen den steigenden Energiekosten seine Wohnung verlieren. Das unterstützen wir grundsätzlich. So ganz zu 100% kann ich da nicht mitgehen. Wir haben natürlich das Interesse, dass wir möglichst unsere Mieter behalten wollen. Und wir werden immer versuchen, Lösungen zu finden. Das setzt aber im Prinzip, so wie Sie gerade gesagt haben, voraus, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Also überall da, wo wir jetzt auch die Erhöhung rausschicken, sagen wir immer dazu, wenn Sie das nicht bezahlen können, dann bitte nehmt das Gespräch mit uns auf und dann können wir gucken, wie wir das lösen können. Zum Beispiel, indem wir sie zum Jobcenter schicken und sagen, stell da mal einen Antrag. Oder auch zur Wohngeldstelle. Auch Wohngeldansprüche haben ja ganz, ganz viele, die es bisher oft auch aus falscher Scham nicht in Anspruch nehmen wollen. Diesen Satz, ich will keine Almosen, ich habe mein Leben lang gearbeitet, den hören wir sehr häufig. Das finde ich schade, weil es keine Almosen sind, sondern Ansprüche. Also wie gesagt, was uns wichtig ist, wer halt feststellt, ich kann das nicht bezahlen, seien es jetzt die höheren Abschläge oder seien es auch vielleicht erst im nächsten Jahr größere Nachzahlungen, der sollte mit uns das Gespräch suchen. Nur dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Also sich einfach nicht zu schade zu sein, das ist ganz wichtig. Kommen wir nochmal zum Wohngeld. Da haben Sie eine kleine unbürokratische Hilfe eigentlich. Wer sozusagen Sie fragt, ob ich irgendwie bedürftig bin, dann machen Sie da sozusagen eine kleine Nebenrechnung gleich auf. Genau, also die Frage für die Menschen stellt sich ja, beantrage ich jetzt Wohngeld oder beantrage ich Jobcenter? Es gibt zwei Leistungen. Und bei uns in der Antragstellung ist es so, dass wir natürlich von vornherein prüfen, wenn wir Anspruch herausbrechend haben, ob es einen höheren Wohngeldanspruch geben würde. Ja, und die Menschen müssen da nicht zwingend einen Antrag stellen, um es herauszukriegen, sondern wir würden über eine Probeberechnung gehen und würden herausfinden, ob es ein höherer Anspruch ist. Und wenn es so sein sollte, dann würde unsere Antragstellung, die wir beim SGB II haben, ja, im Jobcenter, die da gestellt wurde, die würde auch fürs Wohngeld gelten, sodass der Kunde keinen Anspruch verliert. Also er muss nicht parallel gleich zur Wohngeldstelle uns bei uns einen Antrag stellen, sondern wir als Jobcenter würden es prüfen. Jetzt ist es für viele, die haben immer so Angst vor diesen bürokratischen Anträgen. Das geht 3-4 Seiten, da verstehe ich schon die Hälfte gar nicht, was will man jetzt mit der Frage eigentlich? Und dann tut man sich da tagelang schwer. Kann man da auch Hilfe bekommen bei Ihnen? Ja, natürlich. Also man kann
egal auf welchen Kanal man jetzt wählt und man möchte Hilfe haben, ob es telefonisch ist, über die Hotline des Jobcenters oder ob man es online eine E-Mail schickt an uns über eine Postfachnachricht oder ob man andere Wege geht, um uns irgendwie schriftlich zu kontaktieren. Wir bieten natürlich Termine an, wo die Kunden zu uns herkommen können, wo wir dann halt mit dem Antrag durchgehen, wo auch die Fragen beantwortet werden, versuchen sowohl am Telefon als auch wieder persönlich die Sachen zu klären. Ja, gerne online versuchen, ja, aber auch da würden wir natürlich, wenn an einer Stelle man nicht weiterkommt, einfach uns kontaktieren. Wir würden natürlich helfen an der Stelle. Herr Oetchen, also das ist immer so eine Sache, die spricht man ungern an. Man sagt, ja, machen Sie doch mal das, um jetzt Energie zu sparen. Da gab es ganz kruse Vorschläge schon mit dem Waschlappen waschen und so weiter. Da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Aber was kann man denn so effektiv wirklich machen? Also um die Wärme im Haus zu lassen, kann man was mit den Fenstern machen, mit den Jalousien, mit den Thermostaten etc.? Genau, also die grundsätzliche Aussage, wenn ich am Thermostat ein Stückchen runterdrehe und die Raumtemperatur um 1 Grad reduziere, spare ich etwa 6% Energie. Das ist erstmal richtig. Nun weiß ich allerdings auch, wir haben schon relativ viele Mieter, die schon nur so auf 18, 19 Grad heizen. Da wird es natürlich doof. Da kann ich dann nicht mehr weiter runterdrehen, ohne dass die Gesundheit gefährdet wird und am Ende sogar unsere Bausubstanzen. Das wollen wir natürlich nicht. Der Klassiker, den ich immer wieder sehe, wo wir auch unsere Mieter schon seit Jahren immer wieder darauf hinweisen, was aber noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen ist, richtig lüften. Also jeder Mensch verdunstet jederzeit Wasser. Wenn ich dann noch Wäsche in der Wohnung trockne, dann habe ich Feuchtigkeit in der Wohnung, die muss raus. Die kriege ich am besten raus, indem ich, wenn ich denn eine Wohnung habe mit Fenstern zu zwei Seiten, wirklich für 3-4 Minuten Türen auf, Fenster auf und dann wieder zumachen. Dann ist die Luft ausgetauscht, aber die Wände, die Möbel, alles was in der Wohnung ist, hat noch annähernd die gleiche Temperatur. Das heißt, ich muss nicht wieder so viel aufheizen. Das, was viele machen, ist, dass sie Fenster gekippt halten. Da geht dann konstant Wärme raus und die Heizung muss dagegen heizen. Das kostet enorm viel Energie. Das sind auch diese typischen Fenster, wo man dann drüber dieses Schwarz sieht. Ja, genau. Wenn man schwarze Schleier über den Fenster stürzen sieht, dann ist das fast immer, weil das Fenster gekippt war. Mhm. Da geht logischerweise die Feuchtigkeit geht raus. Das ist ja erstmal schön, aber der energetische Aufwand ist um ein Vielfaches höher als wirklich zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, Fenster richtig auf, einmal durchlüften, Fenster wieder zu, das reicht aus. Kann man irgendwie die Wärme noch drinnen behalten? Gibt es da irgendwelche Tricks? Also ich persönlich ist vielleicht nur so ein Empfinden, habe immer so eine Plissés dran, die haben so ein Luftpolster da dran. Ja. Und dann ist so für mich das Gefühl, da merke ich, die Wärme bleibt eher drinnen, als dass sie am Fenster verschwindet. Das ist tatsächlich so. Also dicke Vorhänge vor den Fenstern sparen Energie. Ich muss nur darauf achten, dass die Vorhänge tatsächlich kurz genug sind, dass sie über der Heizung enden. Weil wenn der Vorhang an der Heizung runtergeht, Wärme steigt nach oben, dann steigt die hinter dem Vorhang nach oben und wir haben die wärmste Stelle zwischen Fenster und Vorhang. Und das ist doof, weil die Fenster sind nicht in der Regel nicht ganz so gut gedämmt wie die Außenwände. Das heißt, sie sind ein bisschen kühler. Das heißt, die Wärme, die ich eigentlich im Raum haben will, geht dann zu einem großen Teil raus. Ja, also Vorhänge bringen schon was. Noch besser sind Außenjalousien, die wir allerdings in unseren Beständen nicht durchgängig haben, wenn dann in der Regel auch nur in den unteren Etagen. Und die verdunkeln natürlich auch massiv. Wie helfen die genau dabei? Das ist im Prinzip genauso wie der Vorhang, nur habe ich halt dieses Problem, dass ich möglicherweise die warme Zirkulation vom Heizkörper überhaupt nicht behindere, weil sie logischerweise außen sind. Also Vorhänge funktionieren auch. Am besten hänge ich sie irgendwie in die Fensternische rein. Dann habe ich den besten Effekt. Jetzt gab es ja den großen Run auf viele elektronischen Heizgeräte. Macht das Sinn oder ist das sogar kontraproduktiv? Nein, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aus diversen Gründen. Also A, es ist noch mal viel teurer. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Kilowattstunde Gas kostet bei uns derzeit noch 2 Cent, wird im nächsten Jahr 30 Cent kosten. Das ist teuer, aber eine Kilowattstunde Strom kostet nochmal deutlich mehr. Also je nachdem, was die Menschen so für einen Vertrag haben, zwischen 40, 50, 60 Cent. Und es kommt noch was viel Schwerwiegenderes, für mich zumindest, hinzu. Selbst bei Neubauten sind die Elektroinstallationen in den Häusern darauf überhaupt nicht ausgelegt. So ein kleiner Heizlüfter zieht 1000 Watt. Wenn Sie davon sich 2 in die Wohnung stellen und stundenlang laufen lassen, und das in einem Mehrfamilienhaus in jeder Wohnung passiert,
dann fliegt uns die Elektroinstallation um die Ohren. Und die Netzgesellschaften warnen auch davor, wenn wir das jetzt nicht nur in einem Haus machen, sondern in mehreren Häusern gleichzeitig, dann kann genau das passieren, was wir nicht wollen, nämlich dass die Stromversorgung in größeren Stadtteilen tatsächlich ausfällt. Mhm. Weil die Elektroleitungen darauf, auf diese Menge Stromabnahme gleichzeitig nicht eingestellt sind. Okay, erstmal so viel dazu. Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen vom Jobcenter. Ich meine, das ist natürlich eine Bundesfrage. Viele haben schon die Rechnung aufgemacht. So und so viel Geld ist theoretisch vorhanden für Heizungen, Nebenkosten etc. Wenn das aufgebraucht ist, das Geld, gibt es denn kein Geld mehr oder wie sieht's aus? Also ich kann sagen, für Jobcenter Frankfurt-Oder und glaube auch für alle Jobcenter, wenn jemand, ein Kunde oder Kundin, einen Anspruch hat auf Leistungen, dann werden die auch gezahlt. Die Regelleistung, die Kostenunterkunft, die Beiträge für Pflege und Krankenversicherung, wenn Anspruch besteht, wird auch gezahlt. Ja. Die Schuldnerberatungsstelle, ab wann, denken Sie, geht es denn bei Ihnen so los, wo die ersten Leute kommen mit Energieproblemen oder gibt es die jetzt eigentlich schon? Also aktuell haben wir auch schon welche, die vorsprechen wegen den Betriebskostenabrechnungen. Da gucken wir, dass wir dann mit den Wohnungsunternehmen in Verhandlung treten. Sind ja auch private Unternehmen, die Wohnungen anbieten. Ich denke, nächstes Jahr, wenn dann die Abschläge jetzt erhöht werden oder nicht kommen, wenn sie die Umlage nun wieder nicht erscheint, das kann man noch gar nicht so richtig festlegen. Aber ich denke, nächstes Jahr, spätestens wenn die Betriebskostenabrechnung nächstes Jahr kommen, wird dann auch der Bedarf richtig hoch werden. Mhm. Von Ihrer Mitarbeiterzahl ist es so, dass Sie da denken, wird schon ein bisschen schwierig, dass man das alles handeln kann, oder? Könnte passieren. Könnte passieren. Könnte passieren. Also eigentlich keine gute Nachricht, also sowohl als auch. Wir geben uns Mühe, ja. Es zu stemmen. Ja. Was ist denn so Ihr Ansatz, was Sie als erstes den Leuten raten, wenn sie bei Ihnen sind? Das Erste, also wenn sie kommen, beruhigen. Erstmal. Sachen ordnen, Unterlagen ordnen, sich einen Überblick verschaffen. Das ist das, was wir mit den Klienten auch zusammentun. Wenn sie wegen Mietschulden kommen, versuchen wir auch so schnell wie möglich mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, um dort eine Einigung zu erzielen. Wie die aussieht, muss man dann von Fall zu Fall klären. Auch bei Stromschulden, da sind wir dann auch ganz schnell hinterher, dass das mit den Stadtwerken geklärt wird. Haben wir auch gute Verbindungen und es klappt auch relativ gut. Sich eine Einigung. Wenn dann der Überblick besteht über die Schuldenproblematik, sitzen wir wieder mit den Klienten zusammen, gucken, was kann bezahlt werden, vielleicht wenn Arbeit da ist, wo kann eine Ratenzahlung gemacht werden. Dann gibt es einen Plan, Aufstellung und dann werden mit den Gläubigern Verhandlungen geführt. Und wenn gar nichts mehr zu keiner Einigung es kommt, dann bleibt leider nur das Insolvenzverfahren. Insolvenzverfahren bedeutet ja wirklich, man muss dann auf gut Deutsch die Hose runterlassen, man muss dann alles vorweisen, das ist bei Ihnen natürlich noch nicht so. Also da kann man wirklich hinkommen und erstmal in Vertrauen mit Ihnen sprechen. Genau, Vertrauen ist A und O und wir unterliegen auch einer Schweigepflicht. Also da sind wir auch sehr, denke ich mal, vorbildlich, kann ich zumindest von uns behaupten, dass wir da sehr hinterher sind. Und es ist eine Vertrauensbasis, die hergestellt werden muss. Die kann manchmal auch erst beim dritten Gespräch passieren. Aber ich sage mal, der erste Schritt, wenn die Chemie stimmt, dann macht das auch alles ein bisschen einfacher. Die Schuldenberatungsstelle ist ja nicht nur eigentlich für die Finanzen da, sondern vielen hilft sie auch wieder, ich sag mal, den richtigen Fuß ins Leben zu setzen. Das ist ja, glaube ich, vielleicht bei vielen noch wichtiger. Ich glaube, wir sind Berater in vielen Dingen. Ob es jetzt auch seelisch und moralisch ist, erstmal wieder Fuß zu fassen, runterzukommen, sich einen Weg zu ebnen, der für einen gut ist. Das ist ja auch das A und O. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach nur jemanden da haben will zum Reden, Luft ablassen und manchmal dann eigentlich ganz gut auch aus der Situation rausgehen. Mhm. Glücklich und zufrieden manche auch sind bei uns. Na, das ist doch mal ein schönes Wort. Deutschland besteht ja aus Großteil, also über 90% KMU. Wie sieht es eigentlich bei Unternehmern aus, Kleinstunternehmern, Einzelhändlern, die zum Beispiel jetzt in Schieflage geraten? Da gibt es ja bestimmt noch Sonderfälle, die man beachten sollte. Haben Sie da so einen groben Tipp, was man so einem Unternehmer sagen kann? Was sollte der jetzt machen, wenn der seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann? Ist das genauso aufgestellt? Wir haben ja vorhin nur von denen gesprochen, die Arbeitsentgelt erzielen. Auch ein Selbstständiger, ja, Kleinstunternehmer, kann natürlich einen Antrag bei uns stellen.
Ja, bei dem berechnet sich ja das Arbeitsentgelt nach dem Gewinn letztendlich. Ne? Und wenn er jetzt Betriebsstätten hat, die er natürlich mit Gas oder heizen muss, dann hat sich natürlich auch denen sein entsprechender Gewinn, weil seine Ausgaben viel, viel höher sind. Und auch wenn der in Schieflage gerät und seinen Bedarf nicht mehr zahlen kann, weil letztendlich geht es ja darum, du sollst mit deinem Gewinn, sollst du deinen Lebensunterhalt bestreiten. Wenn das nicht mehr möglich ist, ist es analog zu denen, der Arbeitsentgelt erzielt, auch der könnte einen Antrag stellen. Mhm. Ja? Da gibt es natürlich auch andere Prüfungen noch, weil natürlich als Selbstständiger ich ja verschiedene andere Ausgaben habe als ein Arbeitsentgelt, als wenn ich Arbeitsentgelt erziele. So, und da kann natürlich jetzt, und da werden bestimmte Sachen überprüft von uns dann, und da geht es immer nach Notwendigkeit, nach angemessenen Kosten. Und da kann so passieren, dass natürlich einige Sachen, die er für sich gerne investieren möchte, wir aber sagen, der Mehrwert ist nicht da. Also bei den Selbstständigen gibt es eine größere Hürde, würde ich damit sagen. Ja, aber auch der kann zu uns kommen. Auch der Unternehmer, der auch selber Arbeitnehmer hat, auch der könnte zu uns kommen. Auch der kann geprüft werden, ob er einen Anspruch hat, natürlich. Gibt es da irgendwas, worauf der Unternehmer direkt gucken sollte, was so ein Indiz wäre für ich bin bedürftig? Nein, tatsächlich kann man nicht sagen. Also es geht darum, kann ich meine Rechnungen zahlen? Kann ich meine Rechnungen persönlich bezahlen? Nicht das, was die Arbeit hat, sondern kann ich Rechnungen zahlen? Also kann ich meine eigene Wohnung bezahlen? Ne, kann ich mir selber mein Essen kaufen? Kann ich meine Stromrechnung bezahlen? Wenn das Indiz dazu führt, dass ich komme irgendwo in Schieflage, dann würde ich empfehlen, den Antrag zu stellen bei uns tatsächlich. Ja? Jetzt würde ich Ihnen allen nochmal einen Satz oder zwei Sätze geben wollen, was Sie zum Beispiel den Zuschauern sagen, was Positives, was sollten Sie jetzt machen, um in jeweiligen Notsituationen zurechtzukommen. Fangen wir doch bei Ihnen mal an. Na, ich glaube, ganz wichtig ist, nicht den Kopf hängen lassen, sondern so ein bisschen zumindest die Zuversicht erhalten, Hilfe in Anspruch nehmen. Das hören wir hier gerade. Also alle sind bereit, so viel Hilfe zu leisten, wie nur irgendwie möglich ist. Und gerade bei den Energiepreisen bin ich persönlich auch zuversichtlich, dass das eine große Welle ist, durch die wir jetzt durch müssen. Und das wird im Laufe des nächsten Jahres sich bessern. Es wird vielleicht nicht ganz auf die Preise runtergehen, die wir mal hatten, aber es wird wieder bezahlbarer werden. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ja, was sagen Sie als schöne Beratungsstelle? Ich glaube, das ist wichtig für die Menschen, einfach ihre Angst und Scham zu überwinden und Hilfe anzunehmen. Das ist das Beste, was sie machen können. Jobcenter, was gibt es da bei Ihnen? Da schließe ich mich auf jeden Fall an und würde auch da sagen, wir haben ein Angebot gemacht. Ein Angebot gemacht, wo halt Menschen sich beraten lassen können. Niederschwelliges Angebot, wo die Leute hingehen können. Und zwar fangen wir heute am 4.10. an, im Mehrgenerationenhaus Mikado von 10 bis 14 Uhr, wo unterminiert, also ich kann da einfach hingehen, kann da Fragen stellen, da ist das Jobcenter, da ist auch das Amt für Grundsicherung der Stadt Frankfurt-Oder ist dort. Sind dort und geben wegweisende Informationen, beraten auch, was kann ich tun. Das wechselt dann jede Woche. Nächste Woche werden wir im Oderturm sein. Sind wir auch wieder mit dem Sozialamt vom Stadt Frankfurt-Oder. Und auch da die Scheu einfach zu überwinden, wenn es Ansprüche gibt, soll es die auch geben und dann sollen die auch ausgezahlt werden. Nur, ich muss diese Angebote annehmen. Ich kann nicht erwarten, dass wir als Jobcenter oder als Sozialamt oder sonst wer zu dir hinkommt und sagt, das kannst du ja tun, sondern such dir die Angebote, geh dorthin und du wirst dort beraten und du wirst dort auch geholfen. Das ist das, was ich ganz gerne mitgeben möchte. Ja, liebe Zuschauer, der große Konsens sagt aus, am besten sich sofort an die jeweiligen Stellen wenden und sich Hilfe holen. Und damit sagen wir Tschüss und machen Sie es gut.